So, guten Morgen. Wir sind jetzt hier in Unkel. Unkel liegt am Rhein, gegenüberliegend von Bonn. Und in Unkel hat Willy Brandt gewohnt. Und in diesem kleinen Rheinort hier hat er gelebt von 1979 bis 1992, dem Jahr seines Todes. Erst in einer Mietwohnung und dann in einem eigenen Haus. Hier gewohnt hat er zusammen mit seiner Frau Seebacher Brandt. Am Rathaus von Unkel, da steht dieser Gedenkstein. Willy Brandt, geboren 1913 und verstorben am 8. Oktober 1992, deutscher Bundeskanzler 1969 bis 1974 und den Friedensnobelpreis, den erhielt er 1971. 2011 wurde hier in Unkel das Willy Brandt Forum eröffnet. Das ist sozusagen ein Willy Brandt Museum. Das wird betrieben von einer gemeinnützigen Bürgerstiftung und zu deren Kuratorium gehört dann auch die Brandt-Witwe Seebacher Brandt. Und über dem Eingang zum Forum, da steht jener legendäre Satz von Willy Brandt, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Er soll es gesagt haben, 1989, anlässlich der Maueröffnung, die FAZ hat in einem Artikel aber zum Beispiel nachgewiesen, dass dieser Satz aus dem Jahre 1958 stammt. Damals war er noch regierender Bürgermeister von Berlin und er hat es anlässlich der Einweihung einer S-Bahn-Linie, die durch den Osten führte, gesagt. Drinnen im Museum, da dreht sich natürlich alles um Willy Brandt, um seine Biografie, um seine Zeit als Politiker und auch als Privatmensch in Unkel. Das Ganze hier zeigt man im Museum mit jede Menge Fotos, mit Dokumenten, mit Redemanuskripten von ihm und mit Filmen. Wer sich nicht großartig mit Willy Brandt und seiner Biografie bisher beschäftigt hat, der erhält hier doch einen ganz guten Einblick in sein Leben. Vieles erfährt man auch aus Zitaten von Willy Brandt. Hier ein Beispiel aus seinem Buch Erinnerungen von 1989. Mein eigentlicher Erfolg war, mit dazu beigetragen zu haben, dass in der Welt, in der wir leben, der Name unseres Landes und der Begriff des Friedens wieder in einem Atemzug genannt werden können. Auch eine Sammlung sehr schöner und bekannter Fotos von Willy Brandt gibt es zu sehen. Und neben seinem Sitz im Bundestag, auf dem er als Abgeordneter gesessen hat, gibt es den Mantel der Geschichte. Das ist der Mantel, den Willy Brandt am Tag der Maueröffnung, 11. November 1989, am Brandenburger Tor in Berlin getragen hat. Auch Gastgeschenke, die Willy Brandt bekommen hat, und ihm gewidmete Fotografien und Bücher sind ebenfalls hier zu sehen. Das hier sind Manuskriptseiten aus seinem Buch Erinnerungen mit den handschriftlichen Notizen, die er dazugefügt hat. Und jetzt kommt das eigentliche Highlight des Museums, das Arbeitszimmer von Willy Brandt. Das ist nun wirklich der privateste Bereich, den wir hier im Museum finden. Hier steht persönliche Wirkungsstätte. Das private Arbeitszimmer Willy Brandts mit seinen Büchern, ihm vertrauten Gegenständen, Fotografien und kostbaren Erinnerungsstücken spiegelt den Lebensstil des großen Politikers und macht sein intellektuelles Wirken greifbar. Eine Auswahl seiner umfangreichen Bibliothek, wichtige historische und politische Abhandlungen, neben populären Kriminalromanen, Bildbänden und Büchern über seine Heimatstadt Lübeck veranschaulicht sein vielseitiges Leseinteresse. Zahlreiche selbstverfasste Werke erinnern an Brandts eigene publizistische Tätigkeit. Schreibend, lesend und reflektierend beschäftigte er sich bis zuletzt mit zentralen politischen Fragen und Entwicklungen. In seinen Büchern berichtet er viel aus seinem Leben. Was hat er nicht alles erlebt? Geflüchtet nach Norwegen, später nach Schweden, im spanischen Bürgerkrieg als Reporter unterwegs, dann Reporter bei den Nürnberger Prozessen. Presseattaché an der norwegischen Vertretung beim Kontrollrat in Berlin, Bundestagsabgeordneter, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, regierender Bürgermeister von Berlin, SPD-Parteivorsitzender, Außenminister, Bundeskanzler, Friedensnobelpreisträger, Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission und Mitglied des Europäischen Parlaments. Eine eindrucksvolle Biografie. Es gibt zwar nicht allzu viel zu sehen, auch nichts Außergewöhnliches hier in Unkel im Museum, aber lohnenswert ist dieser Besuch doch. In diesem Sinn, tschüss.